Verwendung rechten Schalter des Xbox-Controllers. Och, was ist denn? Achso, das ist das Aufsaugen. Ich find's bestimmt gleich raus. Hurry! Hurry! Da wurde zu früh gecuttet. Oh. Monsters! Close the door, now! But someone is there! Forget him! Also, Schalter links ist das abwehren. Blocken. Genau, das blocken. Ja, okay, das hast du schon. Aber no! Schalter rechts ist schwer zücken. Schwer zücken? Aber ich hab das immer raus. Warum steht dazu hier aber nicht? Achso, drücke den R-Schalter und das Steuerkreuz links-rechts, um schnell auszuweichen. I see, okay. Na, das macht einen Sinn. Okay, also. Austin, der macht sogar so einen eigenen Move dann. Das ist also ein Defensivmechanik. Okay. Und dann, wenn ich das richtig time. Macht er sogar so ein eigenes. Ich hab grad irgendwie. Es stand ja auch nochmal, dass man abwehren soll in dem Moment, in Parieren. Wenn der Gegner angreift, okay. Aber ich weiß nicht, ob sie es so gemeint haben. He killed. What should we do? Ich bin offensichtlich kein Monster, ihr Pimmel. Zack. Schwert. Yo. Awkward. Und ihr wolltet mich sterben lassen, ja? You! Sorry. We are very sorry. Please forgive us. What happened to you? Guck, wie er guckt da vorne. It came out of nowhere and attacked us. Der alte verwirrte Opa aus. Der jetzt hinten steht, ja. Attacked by them. The keep is ahead of us that way. Das alles right. Extrem. The forest road there is a shortcut to the keep. Ich schwör, ich hab dafür nichts. Cut. Oh, cool. Obwohl wir den zweiten Weg zum Verlies blockiert hatten, ist es für ein Monster leicht zu durchbrechen. Sir, bitte erreicht so schnell wie möglich das Verlies und rettet Prinzessin Yuki. Oh, das ist echt der erste Boss der Boss vom ersten Level, ja. Wahrscheinlich, ne? Ich sah einen riesigen Schatten, der die nördliche Felswand beim Verlies erklomm. Was war das? Erklomm. Wie kannst du machen? Sie haben meine Kameraden einen nach dem anderen abgeschlachtet. Nie hätte ich gedacht, dass das alles mal so enden würde. Bitte, hilf mir. Ein Monster mit zwei Hörnern hat mich angegriffen. That's what she said. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Frag mich. Hatte ich nicht vor. Wow, das war jetzt nicht deutlich, wo der Weg ist. Ist ja automatisch dann lang gegangen. Ja. Oh, das ist die Höhle schon. Hey, was? Oh. Was seid ihr denn? Also ernsthaft, was sind das? Die sehen aus wie aus Oddworld oder sowas. Au, guck mal, der. Au, Kamera. Ja. Ja. Jetzt musst du im richtigen Moment verteidigen. Jetzt hat der sich aufgeladen. So, mach mal so ein Schlüssel. Danke. Nice. Und ne, das eine war hier, weiße und schwarze Taste gleichzeitig drücken, macht auch irgendwas. Oh, echt? Ja, setzt irgendwas frei. Ah, ist gerade nicht. Vielleicht hast du. Achso, das ist wahrscheinlich die Invincibility dann. Wenn ich die fünf grünen Kugeln habe. Komm mal her. Was ist das? Kötelschlag. Lebt er noch? Ich verstehe schon, woher die Neo-Anleihen kommen. Mhm. Dass du nochmal zu denen kannst, wenn die auf dem Boden liegen. Dass die sehr viel Schaden machen tatsächlich mit dem Schlag. Du kriegst ja aber das Leben relativ fix zurück. Was für ein großes Loch. War das das Monster? Du kannst es nicht umgehen. Offensichtlich kannst du nicht mehr zurück, sobald du unten im Loch bist. Es ist ja direkt wie ein Silent Hill hier. Ein Loch, ich springe runter. Nicht, dass wir eine andere Wahl hätten. Oh, das sieht gerade. Ich wirke nicht so, als ob ich. Würdest du da stehen? Ja. Als ob ich ein Riese wäre, sieht das gerade aus. Ach so. Weißt du? Ja. Es geht ja. 3D, Motherfucker! Ich wollte sagen, wie ein 3D-Film. Hey, Bitches. Oh, das war schön.
Man muss echt vorsichtig sein. Ja, ja. Echt ordentlich Schaden. Ich finde es so komisch, dass. Fuck! Das Grün nicht Leben ist, sondern ja, ja. Gelb. Okay, hier scheint aber Spam auch noch ein bisschen was zu geben. Oh, wenn der dich noch einmal. Ja, ja. Tauziehen! Die Geräusche. Ich drück grad so schnell wie es geht, ich schwör's dir! Alter! Das wäre was für Mats, ey. Oh! Kam sogar so ein Flash. Ja, ich weiß nicht. Aber das Leben. Nicht genau, wie zumindest, ich das ausgelöst habe. Zumindest ein bisschen. Aber das ist so schwierig, die Zeit zu finden, um die A-Taste einfach zu warten. Kann man das einfach. Ich will gerade, ob ich die A-Taste halten kann, während ich starte. Muss ich gleich mal versuchen. Eine Tempelkarte. Wo ist die Karte? Rechter Stick. Sie haben sogar den. Vom rechten Stick geht ins Menü. Und linker Stick geht auf die. Ihr Pimmel! Ich dachte jetzt, vielleicht haben die einfach nicht gewusst, dass sie existieren. Konnte man die Sticks schon reindrücken im. Ja, ja, okay. Oh ja, also, Xbox-Controller. Sonst würde das ja nicht funktionieren. Und vielleicht war das auf was anderes gemappt, dachte ich jetzt, aber. Nee, dann würde macht das ja auch keinen das Sinn. Geht, ne? Das geht nicht. Aber die konnte man reindrücken, ja. Okay, warte, ich gucke kurz ins Menü. Nee, das ist einfach eine bewusste Entscheidung, keine Analogsteuerung zu haben. Weil Analogsteuerung gab es ja schon eine ganze Weile. Wir haben hier die Verstärken. Das Verstärken-Menü oben links. Was? Ach da, ja. Da haben wir eine Heilpflanze. Anwalt, auch so was Tutorial. Das ist wirklich wie in einem Survival-Spiel. Ja, wie halt auch Devil May Cry, ne? Er ist ja auch noch mehr Resident Evil als irgendwas anderes. Ach ja, Mini-Stick. Mini-Stick nennt sich das hier. Mini-Stick rechts Inventarbildschirm. Ich habe einen Stick links Karte. Fluorid gefunden. Was ist das? Ja, das ist wichtig in Zahnpasta. Dieser Stein glüht bei einem bestimmten Gegenstand. Okay, funktioniert automatisch, wenn ich ihn benutzen muss. Oh, 10 Controls, ich habe sie so vermisst. Dieser mumifizierte Mönch sollte wohl diesen Tempel bewachen. Hat hier ist eine geklappt. Grüne Schriftrolle. Wirst du sie nehmen? Ja, dann mach jetzt auf. Deine Auswahl, Sugens Hinweis. An den Mutigen, der dieses Dokument findet und liest. Ich bitte dich, alles zu vergessen, was du weißt und meine Warnung ernst zu nehmen, die hier geschrieben steht. Es gibt da einen Panzerhandschuh eines Ogers, der seine Macht aus der Energie der eliminierten Dämonen zieht. Lerne, mit seinem Geheimnis umzugehen, dann gehören seine Mächte dir. Aber vergiss nicht, ohne die Macht des Ogers hast du gegen die Dämonen keine Chance. Toll, weißt du, bist du ein fucking mumifizierter Mönch, der sich so lange irgendwo hingesetzt hat, bis er mumifiziert wurde und wirst dann zur Tür gemacht. Der ist jetzt einfach eine Tür, vielleicht der eine andere das Tür ja. bewacht. Meinst du? Ja, vielleicht hat er das ja, vielleicht war es seine Idee. Oh shit. Du meinst, gab es nicht eine Taste zum schnell umdrehen auch? Ja, stimmt. Jetzt halt der, nimm das doch. Hab ich jetzt wieder vergessen, also den Tipp. Oh, das ist cool. Oh Gott, die Blutspritzer sind mir vorhin nicht aufgefallen. Sehen auch ein bisschen billig aus, aber trotzdem cool. Das ist mit der Kamera. Noch einer gespawnt, shit. Oh, dieser Move ist so cool. Ich mag auch den Kick sehr. Das hat so richtige Resident Evil Kamera, ey. Meine Güte. Das Einzige, was mir hier noch fehlt in dem Spiel bisher, und danach fände ich es, glaube ich, so richtig gut, ist Jean Reno. Yes. Ich glaube, wenn der jetzt noch da wäre, dann würde ich es total feiern. Kurz, aber das ist ein bisschen albern. Blaue Keycard drin. Ja, nee, Jean Reno wäre zu viel. Was, okay, wer kam denn bitte auf die dumme Idee? Dass man die Zeichen so darstellt, ist ja schön, aber wer kam denn auf die Idee? Die Dämonen verliehen, vernichtet wurde Stärke. Ist klar. Mhm. Wissen wir Bescheid. Lass mal einfach seitwärts hin. Ich hätte mal gerne noch einen Speicher. Man hätte auch einfach die Buchstaben so untereinander machen können, ja. Ne? Und dann die halt richtig rumdrehen für uns. Weil ich habe die Ahnung, dass ich das alles jetzt nochmal machen muss, wenn ich sterbe. Davon gehe ich sehr stark aus. Soll ich mal den Highlight unternehmen, zur Sicherheit? Warum? Achso, ja. Ja, mach. Nein, so, Talisman stellt Vitalität bei schwerer Verwundung wieder ganz her. Okay, haben wir einen für den Notfall. Und ich kann mir auch gleich Unverwundbarkeit einschalten, wenn ich noch eine grüne Kugel finde. Oha. Oh. Don't mind me. Mann, irgendwie schön Krüge. Da war eine Kiste drin, yep. In dem Krug. Im Journal. Das kannst du jetzt mal vorlesen. Journal Nummer 1. Master Sugin und ich
sind dem Monster gefolgt, das Menschen aus der Stadt entführt und wurden dabei in diese Höhle verschleppt. Die Höhle scheint das reinste Dämonennest zu sein. Hier gibt es unvorstellbar unterschiedliche Monster und sogar solche, mit denen ich hier nie gerechnet hätte. Sie nennen sich selbst Dämonen. Sie hassen Sonnenlicht und scheinen bereits unter der Erde gelebt zu haben, bevor die Menschheit überhaupt ihren Anfang nahm. Mein Herr und ich haben bereits beschlossen, diese Höhle zu betreten. Ich bin davon überzeugt, dass mein Herr über die Macht verfügt, die Dämonen abzuwehren. Da ich über etwas zeichnerisches Talent verfüge und Vertrauen und Mut besitze, muss ich mich nicht vor den Monstern fürchten. Und deshalb werde ich über alles berichten, was ich sehe. Das hier wird das seltsamste Buch aller Zeiten, Saimyu. Das ist ab und zu so komisch, weiß ich nicht. Das könnte Yoko Taro geschrieben haben. Ja, wirklich. So. Sehr trocken. Das hier wird das komischste Buch aller Zeiten. Stimmt, wir sind immer noch unter der Erde, ne? Das muss man auch bedenken. Ja, du bist in ein Loch gesprungen. Oh, dir voll eine mitgegeben, das hat aber nicht so viel Schaden gemacht, ich wie es gebrockt. Aussah. Wow. Ach, deswegen hat es nicht so viel Schaden gemacht. Ah! Oh, Jesus, wie das, schnell muss ich denn hämmern, das hat Schaden gemacht. Hab ich noch Magie? Magie hab ich auch noch nicht. Nee, die würde, glaube ich, in dem Kreis da angezeigt werden, wo gerade nichts drin ist. Okay, aber rechtzeitig blocken scheint was zu bringen. Ich dachte, jetzt musst du nur gedrückt halten. Weil er zieht ja selbst noch nicht. Fuck, die Grüße. Hat der die jetzt genommen? Nee, ist verschwunden. Nee, scheiße. Ja, ist weg. Meinst du, ich muss er halten? Oh! Awesome! Ah, wow! Shit, 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 shit. Wo die Kugel? Ja, Robin. Sie kommen näher. Oh, wie schnell ich drücke! Schneller! Ja, ist nicht schnell genug, Robin. Warte, ich würde das nie hinkriegen. Ah! Ja, 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 ja. Gleich hast du sie. Come on! Ah, ich kann laufen. Hab ich sie? Nein, ich hab sie nicht, sie ist verschwunden. Ja, aber er hat sie auch nicht. Au! Hast du noch ein Kraut? Ja, ich hab doch den Talisman noch. Und automatisch steht da. Nee. Drück mal nochmal drauf. Dieser Gegenstand funktioniert okay. Automatisch. Auf euch, dass das nicht gemacht hat, ist ja. Hoffen wir mal, der meint auch Lebensenergie und nicht. Oh, stimmt. Nicht zu irgendeiner Maschine oder so. Man hat ja keine Ahnung, wie viel Leben der jetzt. Nope, noch er meint hat. Nicht Lebensenergie. Nee, er meint nicht Lebensenergie. Doch! Haha, oh. Sein Leben. Bow before me, bitch. Oh. Jetzt aber Vorsicht. Aber das ist voll das tolle. Ach, du hattest ihn sogar fast. Das ist voll das tolle Kampfsystem, wirklich. Ich mag es sehr. So, hier kann ich aber schon das Furik benutzen, oder? Nee. Eine Donnerkugel! Magie! Das ist doch bestimmt Magie. Ja. Huch. Ah, das ist auch wie ein Neo. Das ist doch eine neue Waffe. Dein Schwert steckt doch gerade noch. Ach so? Dann heißt das Schwert, dann ist das eine Donnerkugel, die ein neues Schwert hervorkugelt. Ja, gut. Aber doch, du hast jetzt, das ist jetzt blau und du hast jetzt eine Mana-Anzeige oder was? Ja, ich glaube, ich bin jetzt Y. Oder drücke. Die ist jetzt einfach voll. Ja. Ah. Das war noch das gleiche Schwert. Oder? Aber da steckt doch ein zweites Schwert in der Scheide. Ja. It's very mysterious. Es ist auch egal, Hauptsache du kannst jetzt Blitze brutzeln. BB. Hier ist eine Trickschatzkiste. Oh boy. Was zum Teufel? Ich habe 3 Moves. Rest 3. Ich muss das. Warte mal, welche da? Ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6 irgendwie? Naja, du hast ja die Zahlen da links in den Ecken stehen, da müssen die Zahlen hin. Achso, das ist mir gar nicht. Und ich muss in 3 Moves das da hinbekommen. Also, wenn ich das drücke, ist die 1 da und die 3 nach rechts. Dann kann ich das machen, dann ist die 3 da und die 4 da. Ich glaube, ich weiß. Ich mache das. Ich mache das. Ja, und jetzt. Und da habe ich verkackt. Ja. Habe ich noch einen Versuch? Gut. Kriegen wir hin, oder? Du kannst es so oft machen, wie du ja, willst. Ja, aber in 3 Moves, dann kann es ja gar nicht so schwierig sein. Ich glaube, du musst erst rechts machen, damit die 4 an die Position in der Mitte rückt. Dann, wenn du nämlich einmal links drückst. Mhm. Ja, und jetzt nochmal rechts. Dann. Hervorragend. Oh! Huch! Ein Bogen gibt's auch noch. Awesome!
schon so ein Arsenal mit dabei hat. Ach, damit Reisern. Das Schwert über die Macht des Donners. Hä? Ich habe keine Pfeile wahrscheinlich. Guck mal, die nützliche Information beim Bogen. Ist circa, circa zwei Meter lang, der Bogen. Ja. Cool. Gut, haben wir einen Bogen. Ich schätze, wir brauchen Pfeile. Who knows? Der kleine Bogen ist circa... Weißt du, wie groß ein 2 Meter... Das ist noch klein? Der kleine Bogen ist circa 2 Meter lang, stand da. Oh, es gibt also noch einen großen Bogen. Gar nicht gelesen. Hallo, ich bin wieder da. Dieser Tatsache. Kleine Bogen ist circa 2 Meter lang. Das ist hier richtig. Das hier ist doch was Braunes. Das ist das Braune. Ah, aha! Pfeile. Vielleicht stand da im Englischen eine andere Maßeinheit und die haben einfach Meter draus gemacht. Das wäre natürlich ohne umzurechnen. Bog plus normal mal 10. So, wie benutze ich die? Die Pfeilspitze, das Eisen. Ach, aber nee, der ist wirklich 2 Meter lang. Guck mal, wie lang der ist. Ja, stimmt. Ich muss ins Menü gehen. Awesome. Kannst du auch aufhören zu spannen, ohne den zu schießen? Jetzt funktioniert der Analogstick. Das mache ich mit dem Analogstick. Hä? Boah, ihr seid solche Penner. Ja, sonst wäre es ja ungenau. Boah, ihr Penner, ich hasse das. Oh, das ist ja das Absurdeste, was ich je gesehen habe.